Ja, und damit willkommen zum Stream. Gerade habe ich hier an dieser schönen Stelle, das zeige ich mal gerade, die ist genau hier, dieser Insel. Da habe ich im Internet nachgeguckt und da hat einer gezeigt, dass hier nachts Waschbären, nicht Waschbären, Stinkbären spawnen. Das stimmt sogar. Ich habe hier tatsächlich eins gefunden. Wir haben 4 Uhr morgens. Ja, und dadurch, dass ich dieses Stinkbär jetzt habe, habe ich auch gleichzeitig die das Protokoll aktualisiert. Denn der gute Onkel, der brauchte ja ein Stinkbär. Ja, und jetzt habe ich endlich eins gefunden. Und dann habe ich gleichzeitig eine Schildkröte gefunden mit 3 Sternen. Da dachte ich, die nehme ich direkt mit und bringe die jetzt zum Trapper. Ja, das habe ich gerade noch offline gemacht. Und dabei erstmal mache ich die Cam an und sage Moin. Dann sind wir auch schon soweit im Westen. Ich hoffe jetzt, dass hier jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Da bin ich auch mal gespannt, was der gute Onkel mir dafür gibt. So, verkaufen. Okay, let's take a look at it. Froschschenkel, die behalte ich mal. Die Kröte habe ich auch gefunden. Da verkaufe ich die mal. Eichhörnchenkadaver, den verkaufen wir auch mal. Singvogelkadaver. Was ist das? Geruchsdüse. Das behalte ich mal. Bisamrattenfleisch auch weg. Und natürlich den hier. Das war eine Schnappschildkröte. So, und das hier. Oh, ist zwar schlecht, aber egal. Für Onkel reicht's. Dann ab zum Onkel. Wo haben wir den denn hier? Der war doch hier, genau. Beecher Soap. Bye, thank you. Ich finde die Verabschiedungen in Englisch immer so. So kurz. Bye. Einfach nur bye. In anderen Sprachen ist das immer lang. Also, ich kenne jetzt nicht viel. Ich kenne nur. Spanisch, Deutsch natürlich. Italienisch. Und da sind die immer etwas länger. Als einfach nur ein kleines Wörtchen. Aber alles eine Gewöhnungssache, ne? Wieder so schön hier durch den Canyon zu reiten und dann vor allem der Nebel hier hat man so gut gemacht. Ich sag das wirklich jedes Mal. Muss ich mittlerweile selber drüber lachen. Ui! Hast einen Fuchs überritten. Ich wüsste doch mal gerne, was da passiert, aber das weiß ich gar nicht. Ich glaube, in der Mission wurde mal gesagt, dass die, dass das Militär da angegriffen hat, ne? Ja, so. Oh, leise Erinnerungsstückchen habe ich noch, aber ich habe das nicht selber gesehen. Man hat doch nur gesehen, wie das so aussieht hier, ne? Wie es aussieht. Wäre cool, wenn sich das noch irgendwie verändern würde. Dann dürfte ich auch gleich da sein. Hier reiten wir ja schon durch das Tor. Ich würde mich aber echt gern, also was mich noch interessieren würde, wie ob man so Banden komplett auslöschen kann, wie die Skinner-Bande. Dann würde ich das echt gerne mal machen. Könnte ich ja nachher mal machen. Könnte ich mal gucken. So, ich sehe ein Ausrufezeichen unten. Jetzt geht er hoch. So.
Und das ist der Anker. You in the bug juice? I mean, you freezing that get up. Everyone seems to be leaving us. Charles? Sadie? Wieso kann ich den jetzt nicht aktivieren? Don't you worry, John. I ain't going anywhere. You bury me here. If you got any idea when that'll be. Das ist doch wieder irgendein Bug, oder? Let me know. Please. Ich höre den nur so total leise. Okay, well, I'll leave you to it then. Okay, take care. Ich geh mal raus. Ein bisschen auf Seite, weil eigentlich wollte ich den jetzt meinen Stinktier-Bettel und alles geben. So, jetzt ist es wieder da. Jetzt können sie anscheinend wieder aktivieren unten. Hier Gegenstände geben. Ah, oh, krass, ich krieg jede Menge Sachen. Ist das jetzt in meinem Inventar drin? Wahrscheinlich einfach nur in der Garderobe, ne?